möchte jetzt, meine Damen und Herren, mein Versprechen von vorhin einlösen. Was ist denn los hier? Noch ein paar Sekunden ist noch nicht fertig. In der Garderobe? Reißverschluss oder was? Ach so, da muss ich mal schauen, nicht wahr? Ja. Wissen Sie was? Bleiben Sie mal hier ganz ruhig hier bleiben und erzählen Sie mal unseren Gästen ein paar Augenblicke. Nur ganz kurz, ein paar Sekunden. Ja. Erzählen. Ja. Bisschen überbrücken. Ja. Ich mache das mal. Ein paar Sekunden etwas erzählen, ja? Ja. Kurzum bin ich. Meine Damen und Herren, auf allgemeinen Wunsch hier unseres Ansagers möchte ich Ihnen also ganz kurz etwas erzählen. Ganz kurz nur, ein paar Sekunden. Ich könnte Ihnen etwas über einen interessanten Versuch erzählen, den ich neulich mit einem Goldfisch und mit einem Kanarienvogel gemacht habe. Ich sage es Ihnen nur ganz kurz, damit ich nicht lange herumrede, ich habe nur ein paar Sekunden Zeit dazu. Also kurz gesagt, ich hatte zu Hause so ein Aquarium. Und, ich erzähle es Ihnen von Anfang an, ich bin aus der CSSR, wohne da in Leitmeritz, Bastergasse 28. Und wir haben da nämlich in Leitmeritz verschiedene Gassen, wissen Sie, und jede Gasse hat einen Namen. Und die Gasse, in der ich wohne, die heißt Bastergasse 28. Und die Häuser, die sind da nämlich nummeriert, wissen Sie, jedes Haus hat eine Nummer. Das ist deshalb, damit man, wenn man eine Adresse sucht, die dann nach den Nummern leichter finden kann. Und das Haus eben, in dem ich wohne, hat die Nummer 28. Und ich wohne da im zweiten Stock. Und es kommt also erster Stock. Über den ersten Stock ist dann der zweite Stock, in dem ich wohne. Und ich sage es nur ganz kurz, damit ich nicht lange herumrede. Ich habe nur ein paar Sekunden Zeit dazu. Und da gehen Stufen nach oben. Die gehen nicht selbst, die Stufen eigentlich. Wir müssen über die Stufen gehen, nicht wahr? Das sagt man nur so bei uns, dass die Stufen gehen. Und da haben wir dann so ein Vorzimmer oben. Da haben wir auch eine Tür so in das Vorzimmer. Und so nach links haben wir dann ein Herrenzimmer. Und in diesem Herrenzimmer, Herrenzimmer, das heißt zwar Herrenzimmer, nicht wahr? Das ist nicht nur für Herren zugänglich, da können auch Damen rein und so, das sagt man nur so, Herrenzimmer. Das ist nicht wie bei den Toiletten, nicht wahr, dass zu den Herren nur Herren rein dürfen und zu den Damen, das sagt man nur so, Herrenzimmer sagt man. Und in diesem Herrenzimmer hatte ich am Tisch so ein Aquarium stehen, ungefähr so großes Aquarium hatte ich da. Und in diesem Aquarium, so groß war das ungefähr, so großes Aquarium. Und in diesen, doch nur so groß konnte es schon sein, so großes Aquarium war das, und zwar viereckig war das, vier Seiten hatte das, so zwei längere und zwei kürzere Seiten. Die längeren Seiten waren etwas länger als die kürzeren, und die waren alle aus Glas, und zwar aus durchsichtigem Glas waren die, sodass man von allen Seiten herrlich hereinsehen konnte, dass man nicht so von oben reinglotzen brauchte, von allen Seiten war herrlich hereinzusehen. Und in diesem Aquarium hatte ich Wasser. Das habe ich noch vergessen. Und unten war noch ein Boden drin, der das Wasser in dem Aquarium gehalten hat. Nicht wahr? Weil wenn da der Boden nicht wäre und Sie würden oben Wasser reinschieben, würde das unten alles wieder rauslaufen. Nicht wahr? Das würde nicht drin halten, das Wasser. Da könnten Sie stundenlang Wasser reinschieben, das würde nicht drin halten. Stunden, tagelang könnten Sie da, das würde nie drin halten. Oder Jahre, das würde nie drin halten, wie gesagt, da war der Boden, damit das Wasser drin hält, nicht wahr? Und in diesem Wasser hatte ich einen Goldfisch, Goldfisch, echtes Gold war das natürlich nicht, nicht wahr? Das sagt man nur so, Goldfisch, sagt man, es war nur Dublé oder was, also wie gesagt, das sagt man nur so, Goldfisch. Und der Goldfisch, der schwamm da in dem Wasser verschiedenartig herum, nicht wahr? Zum Beispiel nach links oder so, ganz verschieden. Oder nach rechts auch, nicht wahr? So wie es ihm eingefallen ist. Oder nach unten auch, ja, wie gesagt, ganz verschieden. Und dann hatte ich noch, oder nach oben auch, ganz verschieden. Der hatte da Flöhe auch. Wasserflöhe, selbstverständlich, weil normale Flöhe hat ja keinen Goldfisch. Kann sich ja nicht kratzen, nicht wahr? Und so, also wie gesagt, das war nur Wasserflöhe. Und dann hatte ich noch einen Kanarienvogel, aber den hatte ich wieder nicht in einem Aquarium, sondern den hatte ich in so einem Käfig, in so einem Vogelkäfig. Sie kennen noch Vogelkäfig, nicht wahr? Vogelkäfig, das ist dasselbe wie ein Aquarium, nur wieder etwas ganz anderes, wissen Sie?
Das sind die Wände nicht aus Glas, wie beim Aquarium, sondern aus Draht. Da ist immer so ein Draht und dann ist eine Weile nichts und dann ist wieder ein Draht und wieder ist er. Lauter solche Drähte und Lücken und das geht so rum und um den Käfig und das ist dann zusammen der Käfig. Und in diesem Käfig, da war kein Wasser drin, natürlich, nicht wahr? Weil das würde gar nicht drin halten in dem Käfig. Das würde neben dem Draht immer rauslaufen, nicht wahr? Also, wie gesagt, da war nur Luft drin, so Zugluft war drin. Also ich weiß nicht genau mit der Zugluft, ich war nie drin in dem Käfig, nicht wahr? Aber ich nehme es an, weil von allen Seiten Luft rein konnte, nicht wahr? Und da war so eine Sitzstange und der saß da immer so an der Sitzstange und piepste so dabei. Also nicht der Goldfisch, sondern der Kanarienvogel, weil Goldfische, die piepsen ja nur selten, nicht wahr? Und ich habe das so beobachtet, den Goldfisch und den Kanarienvogel, und da ist mir mal so eingefallen, ob das nicht möglich wäre, durch eine Kreuzung zwischen dem Goldfisch und dem Kanarienvogel eine Art fliegenden Fische heranzuzüchten. Da habe ich das versucht, aber Sie würden nicht glauben, was mir da für Schwierigkeiten dabei entstanden sind. Wenn ich zum Beispiel den Goldfisch, also den Kanarienvogel zu dem Goldfisch geben wollte, ging das nicht, der konnte da das Wasser nicht ertragen. Und wenn ich wieder den Goldfisch zu dem Kanarienvogel geben wollte, ging das auch nicht. Der konnte sich wieder an der Sitzstange nicht erhalten, es ist immer wieder runtergefallen. Also kurz und gut Schwierigkeiten, die ich Ihnen da gar nicht alle erzählen kann. Ich habe nicht so viel Zeit dazu, ich habe nur ein paar Sekunden Zeit. Aber falls Sie jemand daran interessiert wären, besuchen Sie mich mal. Ich erzähle es Ihnen dann unter vier Augen, da haben wir mehr Zeit dazu. Meine neue Adresse ist jetzt Felix Holzmann, Prag 10, Heilanstalt für Geistesgestörte, Zimmer 77.